So, willkommen zurück zu Erhard. Jetzt weiter geht's hier. Wir wollen Richtung den dritten Dungeon. Aber dann müssen wir irgendwie in die Wüste. Das heißt hier die Höhle von uns links? Wahrscheinlich eher nicht. Oder vermutlich diese Höhle. Die jetzt am unteren Rand ist der Karte. Mal hier rechts reingeht und dann links rauskommt. Das müssen wir jetzt herausfinden, weil wir müssen irgendwie in diese Wüste rein. Da ist der dritte Dungeon, also let's go. Wir gucken mal erstmal hier direkt lang. Weiter hier noch irgendwas? Ja, ich kann ja hier rüberlaufen. Aber da bin ich schon an der Höhle vorbei. Das ist auch eine andere Höhle. War ich noch gar nicht, ne? Mit dieser Höhle komme ich da auf jeden Fall nicht nach unten. Das ist schon mal ganz klar. Ah, jetzt bin ich da weiter oben. Okay, sehr interessant. Hier sind dann zwei weitere. Drei weitere. Nee, das wird nicht unser Weg sein. Deswegen kehren wir mal zurück. Die andere Höhle, die ich eigentlich haben wollte, ist wahrscheinlich etwas höher gelegen. Jetzt drauf guckt, jetzt ja unter mir eigentlich. Ja, aber hier müsste man hochkommen. Und da ist die Höhle. Ah, da kommen wir auf jeden Fall raus, um das Herz zu bekommen. Oh. Okay. Das sind ja auch welche oben am Laufen. Laufen jetzt hier einfach mal ganz an der Kante entlang, bis wir dann irgendwie zu einer Höhle kommen. Oder eine Erhöhung wäre auch schon gut. Ich weiß, wir sind hier letztes Mal lang gelaufen, aber kann man nicht weiter. Hier ist auch nichts möglich. Oder es gibt einen ganz anderen Weg. Hin teleportieren kann man ja auch nicht, weil wir den Teleporter da ja nicht gefunden haben. Also eigentlich den gleichen Weg wie Richtung Dungeon 2. Na, Bombe! Alles auf einmal! Warum bin ich jetzt noch gestorben? Ich hatte nur eineinhalb Herzen. Ja, kurze Frage. Oder zieht die Bombe 2 jetzt schon ab? Dann sind wir hier. Eigentlich jetzt irgendwie links hoch. Ja, da bringt mir jetzt auch nichts. Ach, hier lang. Das könnte der Weg sein. Yes. Da sind wir jetzt gleich bei der Höhle, die ich auch erreicht wollte. Ne, war ich hier schon? Nee, ne? Ne, kann ja nicht sein, weil wir hier Stein nehmen können. Ja, aber dann wird es wohl der richtige Weg sein. Direkt beim Ausgang oder müssen wir noch ein Stückchen laufen? Ja, das sieht doch interessant aus. Jo, ein Herz. Kann man jetzt irgendwie sehen, wie viel ich habe davon?
Hier sind Gegenstände, aber nicht die, die ich suche. Okay. Nein, nicht schließen. Hier sind ja nur die Runen. Runenarmband, Rune der Eile und mein Gegenstände. Also ihr, oh, da doch, Moment, ich will das jetzt wissen. Schwert, Schild, Rüstung, ne. Ne, kann man irgendwie nicht einsehen. Schade. Ich hasse Fledermäuse auch dort. Ja, komm doch! Kannst nicht hier so rum, Alter, kämpf. Wenn du nicht ganz feige bist. Sei vorsichtig da draußen. Okay, er wartet mich schon mal. Jo, was ist das für einer? Kapitän Ellison. Sei gegrüßt, Reisender. Du hast hier in der Gegend keinen kleinen Elmer gesehen, oder? Blonde Haare, blaue Augen, weiße Kleidung und Hut? Ich habe es aufgegeben, in dieser Gegend zu suchen. Könnte inzwischen überall sein. Wenn du also jemanden findest, auf den deine Beschreibung passt, lass es mich wissen. Ich sorge dafür, dass es sich lohnt. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. So, da ist auch schon der Höhlenausgang, ja. War ja auch nicht weit entfernt, diese Eingänge auf der Karte. Und damit sind wir jetzt in der Wüste. Ah, was Akami Blub? Ja, Sachen haben hier komische Namen, Orte, auch die Leute. Kleines Dörfchen, was gibt's hier? Ich glaube, dass unsere Reaktion auf die bretonische Bedrohung schnell und entschlossen war. Kaiser lässt sich nicht einschüchtern. Die Sicherheit unseres Volkes hat vor. Aber mit dem kann ich nicht reden hier. Muss ich von hinten kommen. Legat Nihola Nutab. Rückwärts lesen bringt auch nichts. Sollst nicht hier draußen sein, Junge. Es ist gefährlich. Keine Sorge, wenn die Bedrohungen angreifen und diese Linie durchbrechen, werden wir auf der anderen Seite des Passes auf dich warten. Auf sie warten. Okay. Aha. Wenn man jetzt auf die Karte schaut, sind wir da. Heißt, kommen wir direkt zum Dungeon. Ziemlich leer hier. Ja, kann nichts getan. Eine Statue. Da kann ich nichts machen. Oh, hier ist so ein ausgestorbenes irgendwas. Sieht aus wie ein Drache vielleicht. Ich krieg auch kein Herz von den Gegnern. Frage ist, wie komme ich da rein jetzt? Geht einfach da runter irgendwo? Okay, cool. Und damit willkommen im dritten Dungeon. Das sich auch nennt Untergang des Drachen. Das haben wir auch schon gesehen. Umändern. Ich nehme mal meine Armbrust. Kann man nie was verkehrt machen. Oh, das sieht ja interessant aus. Weil diese Linie führt
von diesem Ding da rein in die Wand, aber man hat nichts gesehen. Wenn wir uns damit teleportieren könnten, wäre so nice. Okay, wir haben jetzt einige Wege hier. Ach so, jetzt bin ich Game Over. Das ist ganz komisch. Ich bin noch zwei Schritte gelaufen, dann falle ich erst um. Also normal von vorne. Waren jetzt hier Herzen? Ja. Also sind sehr viele Wege. Hier ist kein... Ja, vielleicht ja auch. Geheimer Eingang. Schade. Ich gehe jetzt links. Und dann runter schnell. Kann ich da rüber landen? Aber nicht dagegen, du Trottel. Ey. Oha, viele Herzen weg. Hm. 50 Perlen, ja. Boah, bloß nicht dagegen, ne. Okay, hier komme ich jetzt nicht weiter, weil das nicht aktiviert ist wahrscheinlich. Oh, gefährlich. Ja, schmeiß mich da noch was runter. Frage ist jetzt hier, kann man hier durch? Sieht sehr verdächtig aus. Ja, sehr schön. Okay, wo bin ich jetzt hier? Was ist das für eine Person? Ah, da muss irgendwas aktiviert werden. Plato MC Intosh oder wie auch immer. Okay, du hast mich erschreckt. Was führt dich hierher? Okay, nun egal. Du bist nicht der erste Abenteurer, den ich heute hier unten gesehen habe. Nicht, dass ich mich so offensichtlich zu erkennen geben würde. Etwas ja versteckt, ne? Aber ich frage mich, was diesen Ort so beliebt macht. Nun, Fremder, vielleicht könntest du mir mit der Vorrichtung helfen. Ich habe so etwas auf meinen Reisen schon einmal gesehen. Es ist ein sehr altes Gerät, von dem ich glaube, dass es den Transporter in der Nähe aktiviert. Aber wie man es zum Laufen bringt, weiß ich nicht genau. Ja, bist du schlecht. Hier links von uns sollte wieder dieses komische Ding da im Boden. Ja, den... Wer da das Wasser der Schlüssel ist, daher der Abfluss in der Mitte. Und nachdem ich meine eigene Flasche in die große Schüssel geleert hatte, passierte nichts, abgesehen von ein paar Klickgeräuschen. Vielleicht ist mehr Wasser nötig, aber leider habe ich keines mehr. Boah. Jedenfalls, Fremder, lass mich dich nicht von dem abhalten, was dich an diesem alten Ort bringt. Aber ich so ein Schlüsselfragmentteil oder so. Mhm. Ich kann hier drauf, aber passiert nichts. Mhm. Wahrscheinlich brauchen wir irgendeine Sache, dass es dann irgendwie aktiviert wird. Ja, von der Decke von dem Schleim. Herz, das nehme ich gerne. Hä? Macht für mich jetzt gerade keinen Sinn? Hat dieser Schalter noch einen anderen Zweck, außer das hier einzusperren? Ja, hat es.
Wir müssen ja schnell sein, okay. Jetzt komme ich nicht mal zurück. Kann ich dich besiegen? Naja, das schießt nur, ne? Oder bin ich K.O.? Ohohoho. Okay, wir sehen uns an der Stelle wieder. Let's go. Okay, wieder hier. Da schieße ich dich ab. Okay, damit aktiviere ich auf jeden Fall. Was? Frage ist jetzt was. Muss aufhören zu leuchten, ne? Sehr interessant. Ich habe jetzt wieder nur halbes Herz. Okay, das könnte dann angehen wahrscheinlich. Das ist eine Truhe. Ich verbrauche mein Herz. Vielleicht habe ich es ja wohl nicht. War das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte? Es war eine sehr schlechte Idee, dass ich nicht weitergelaufen bin. Meine Güte. Bis gleich. Okay, wieder in diesem Raum, ja. Ich muss mir kurz aufladen, indem ich sterbe. Oh, wie dumm passiert. Die Knöpfe sind so blöd gelegt, ey. Bis gleich. Okay, auf ein neues hier. Dieses scheiß Ding hier links, Alter, das nervt ja richtig. Na, so nicht. Ja, ich sterbe gleich. Mit Y setze ich das ein, okay. Weg ist es. Ne, das ist gar nicht offen. Okay. Interessant. Eigentlich richtig sinnlos, das aufzumachen. Oh, spawnt ja wieder. Und das kann wehtun. Vor allem kann ich die abschießen. Da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, bevor man stirbt. Perfekt. Geil. Geiler Tod ever. Ja, explodiert einfach alles, ey. Mir ja, auch egal. Auf jeden Fall brauche ich Schlüssel. Das funktioniert nicht, das ist ganz komisch. Okay, geh ich mal weiter. Irgendwie so ein Bossraum sieht es aus. Und hier sind ein paar Tote.
Oh, wir sind gleich tot. Hör ab! Hör ab! X, Y, Y aufladen. Okay, gib mir Schlüssel. Ah, jetzt ging das auf. So, das dreht sich so. Diese blaue Linie, ja. Und dann schießt es auch und ab. Okay. Juhu! Aufladen. Den kann ich nicht besiegen. Ja, so schnell weiter. Sieht fast aus wie eine Nasia. Das war jetzt richtig vermutet. Boah. Ah, unten ging es auch auf. Interessant. Wann komme ich hier? Oh, direkt ein Gegner, geil. Und er läuft runter. Ding ist das wieder Schießsetter. Ich werde nicht raus aus diesem Dungeon. Schlau aus dem Dungeon. Das kann ich nicht besiegen. Ha, daneben. Kann auch sein, dass ich hier die Gegner besiegen muss. Ein Herz. Dafür verliere ich ein Herz. Sieht sehr interessant aus da rum. Ah, okay. Gut gemacht, ja. Zwei Truhen, ich komme da nicht hin. Damit komme ich zurück. Aber irgendwo muss noch was sein. Ach da. Perlen. Und Schlüssel. Ne, Pfeile. Ja, Polzen. Und das ist jetzt alles stehen geblieben. Hä? Komme ich da auch irgendwie rein? Ah. Ein paar Gegner. Gib mir Herz.
verstehe ich bis jetzt hier noch nicht ganz. Da drunter ist nichts. Da kommt noch einer runter. Noch irgendwo einer. Mit Ruhe. Kleine Schlüssel. Ja, sehr interessant. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. So weit ist es ja morgen ab. Aber es geht, ne? Wir laufen nämlich einfach hier runter. Komme ich hier? Und genau, hier war die Tür mit der Schlüssel. Diese betreten wir aber dann in der nächsten Folge. Mich herzlich fürs Zuschauen, sagt nur noch, ich bin Abassi, bleib fit und chill und ciao.